Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Let's Play Minecraft hier. Wieder seit lange Zeit ist es her, dass wir wieder Minecraft spielen, aber jetzt ist es wieder soweit. Minecraft funktioniert wieder, ich kann auch wieder aufnehmen. Früher oder vorher ist es Minecraft immer, wenn ich das gestartet habe und mit meinem Aufnahmeprogramm ist es immer abgeschmiert. Das habe ich jetzt behoben und ja. Nun, jetzt sind wir hier wieder in unserer schönen Minecraft-Welt und hier ist unsere Ernteplantage, die immer noch nicht ganz fertig ist. Hier unten haben wir auch noch was angebaut. Das Feld da hinten schauen wir uns jetzt mal schnell an. Zack. Bisschen Weizen auch. Naja, also bald sind die Weihnachtsferien. Deswegen muss ich jetzt auch schon vorproduzieren. Ich habe schon zwei Videos. Eins kommt heute hoch. Das ist Warface. Also es kommt am... Das Video hier werdet ihr wahrscheinlich am 26. sehen. Den zweiten Weihnachtsfeiertag. Und heute kommt... Also bei mir heute... bei euch war es vor 4 Tagen. Kommt der Warface hoch. Habe ich auch mal ein bisschen angezockt. Und ja, ist auch eigentlich ganz nice. Vor allem im Multiplayer wird es dann eigentlich noch ziemlich witzig werden. Wenn ich so mit ein paar Kumpels zusammen spiele. Ja, das wird ja schon witzig. Aber jetzt spielen wir ja Minecraft und deswegen gehen wir erstmal das Skelett töten. Und jetzt, wenn ich mir so mein Schwert anschaue und meine Werkzeuge überhaupt, dann sehe ich, dass sie alle... fast kaputt sind. Eine Eisenspitzhacke haben wir ja noch. Aber wir haben ja noch genügend Eisen gefunden in den letzten Folgen. Deswegen können wir auch Sachen machen. Nein, deswegen können wir uns auch neue Sachen bauen. Hier kommt das Ding, funktioniert nicht ganz schön viel. Können mal unsere Kühe und Schafe. Typ. So. Und dann noch das Tor zu. Nein. Und die Schafe auch noch. Hui. 1, 2, 3, 4. Du bist allein. Sonst noch irgendjemand hier. Wächst es, wenn ich das System gebe? Nee, ich lasse mal lieber. Ich habe schon ziemlich viel verbraten. Ja, ein bisschen Wolle können wir uns, glaube ich, holen. Das hat nichts. Das hat ein bisschen... Das hat Herzchen. So, 6 Wolle haben wir jetzt dann auch. Die tun wir in unser Haus, in unsere Kiste rein. Das in unserem Haus drin ist. Das Weizen packen wir auch wieder da rein. Laub brauchen wir auch nicht. Ja. Und dann würde ich mal sagen, neues Schwert und eine neue Spitzhacke. Ja, natürlich. Spreng mal ein bisschen. Okay, dann halt nicht. Ich dachte, das sprengt jetzt so ein bisschen. Unseren Keller kann man auch ein bisschen ausbauen hier. So ein paar Blöcke weg. Hier. Und ein paar Fackeln hin tun. Das ist wichtig. Nicht, dass dann ganze Zombies spawnen. Wie jetzt gerade eben zum Beispiel. So, zack, zack. Die Erde kommt weg und da kommt Cobblestone hin. Hier unten machen wir dann so einen Partyraum. Zack, hier ist ein bisschen Cobble. Und jetzt ist er leer. Also gehen wir gleich wieder hoch, tun alles weg und gehen dann mal auf große Erkundungstour. Wo tun wir die Sachen hin? Ich meine, das Steinschwert, das braucht kein Mensch und das kaputte Eisenschwert auch nicht. Nein, ich habe das gerade nicht dahin geworfen. Einen Amboss könnten wir es machen eigentlich. Aber egal, dafür, wir brauchen... Das Wichtigste, was wir jetzt erstmal uns holen müssen, ist der Verzauberungstisch. Ist hier irgendwas drin? Ja, Eisen. Ziegel.
Wir haben 22 Ziegel. Wir brauchen eine neue Kiste. Hallo. So. Die zwei Kisten, die stellen wir irgendwo dahin, wo sie nicht stören. So, hier. Ja, unser Haus ist wunderschön, ich weiß. Mit den ganz vielen Kisten. Und hier kommen jetzt auch so ein paar Sachen rein. Dann haben wir hier eine Spitzhacke. Dann müssen wir uns ein Schwert bauen. Ich habe ein Schwert, geht so. Haben wir ein Schwert und dann können wir uns noch drei Spitzhacken so bauen. Und ein bisschen Eisen werden wir natürlich auch auf dem Wege finden. Kommt dahin. Hier kommt das Holz, ein bisschen Essen, Fackel, Schere brauchen wir nicht. Hier rein. Die Axt brauchen wir nicht, können wir uns auch gleich neu machen, also 3. Ein bisschen Holz nehmen wir dann noch mit. Ups. Ja, die Folge, die wird sehr produktiv sein. Ganze Zeit Werkzeuge bauen. Und die hört man eben aus, wahrscheinlich klicken wie verrückt. Vielleicht tun wir mein Mikrofon ein bisschen anders hin. Vielleicht hört sie jetzt nicht mehr so schlimm. So, 6 Eichenholz nehmen wir uns mit. Und Essen, 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 Essen. Ein paar Äpfel. Nee. Wir haben ein bisschen Essenmangel. Essenmangel. Essenzmangel. Was? Naja, das sind Dorfbewohner. Und hier sind ein paar Schweine. Ein paar viele Schweinchen. Und die da hinten müssen wir töten. Streicheln. Wir brauchen Fleisch von denen. Um zu überleben. Da würde ich mal sagen, vielleicht wir bereiten uns diese Folge vor und die nächsten Folgen werden wir dann weggehen. Irgendwo in die Richtung. Wir müssen uns dann nur die Koordinaten merken. Von meinem Dorf. Die schreibe ich mir dann wahrscheinlich auf oder so. Oder wir könnten ein Buch machen, wo drin steht Koordinaten von dem Dorf. Naja, das könnt ihr machen. Wir brauchen nur Leder, das müssten wir haben. Papier müssten wir auch haben. Ich glaube, wir haben alles. Und einen Tintenbeutel. Müssen wir, glaube ich, auch haben. So, die noch hier. Oh, das sind Pferde. Droppen die eigentlich Leder? Kann ja mal eins streicheln. Nein, ich weglaufen. Dich lasse ich am Leben. Glück gehabt. Vorne ist ein Schaf. Hallo. Drop irgendwas. Nee, dann töten wir aber die hier. Streicheln. Ich will immer töten sagen, aber das ist hier nicht so. Ja. Also hier ein paar Äpfel. Zack. Schauen vielleicht, ob hier irgendwo noch eine Kuh läuft. Ja, hier sind richtig viele Schafe. Warum habe ich meine Schere daheim gelassen? Scheint nicht so, die Sonne geht auch langsam unter. Also machen wir das mal auf dem Heimweg. Schön zu uns nach Hause. Nee, keine Kuh. Nix Kuh. Mach mein Handy schnell auf lautlos, dass falls es klingelt. Ein bisschen Papier brauchen wir. Ein bisschen Zuckerrohr meine ich für Papier. Zack, zack, zack. Da unser Haus, unser Dorf da vorne, sieht man das. Sieht aber eigentlich ganz geil aus, so neben dem großen Wald. Da ist die Allee. Und da ist ein Skelett. Das ist jetzt nicht so geil. Aber hier kann man uns so richtig boosten, zack, zack, zack.
Da ist ein Dorfbewohner, der irgendwo hin will. Und hier ist unser Haus. Dann tun wir erstmal ein bisschen essen. Den Apfel noch. Haben wir Leder? Das kann es doch nicht sein, dass wir kein Leder haben, oder? Nein, ich sehe keins. Nee. Haben wir wahrscheinlich auch keins. Und Tintenbeutel haben wir aber da oben. Kohle, Kohle, Kohle. Hier. So. Und dann legen wir uns schlafen. Und dann schauen wir jetzt noch nach Kuh. Und das und das und das. Wir kommen gar nicht mehr raus. Das ist schlimm. Das kann doch nicht sein, dass hier keine Kuh ist. Nein, nur Schafe und Schweine. Ah, Kühe. Ich weiß, ich habe Kühe in der Zucht-Dingsbums-Fabrik. Bleib stehen. Nur will ich mir jetzt nicht ernsthaft sagen, dass du kein Leder gedroppt hast. Endlich. Wir haben sogar den Erfolg gekriegt. Logitech HD hat den Erfolg Kuhschubser erzielt. Schubser. Okay, ein Leder haben wir, das reicht für ein Buch. Dann wieder zurück nach Hause. Wie langsam die Leben auch generieren, wenn man das ist Spinne. Und der Hase. Stirb. Oh. Hier war nichts, oder? Weiß nicht, waren wir hier schon mal drin? Ja, hier war nichts. Aber man verliert doch ziemlich schnell Essen, muss man sagen. Bauen wir hier noch ein bisschen Kohle ab für Level. Wenn wir drauf gehen, dann sind wir 26 Level weg. Oder sind wir 26 Level ärmer, so rum. Hier, so. Schwupp. Wenn wir das Kohle abgebaut haben, das Kohle, nein, die Kohle abgebaut haben, dann gehen wir auch wieder nach Hause und bauen unser Buch. Mit dem Buch tun wir dann die Koordinaten reinschreiben, genau. Und dann auch noch Sachen machen, die man in so ein Buch reinschreibt, wie zum Beispiel ein Roman. Genau, wir verbringen einfach die nächsten Folgen damit, einen Roman zu schreiben. Scherz. So und so. Dann brauchen wir eine Feder. Haben wir 100%? Nein, es gibt's doch nicht. Jetzt ernsthaft, haben wir keine Feder? Weil in das Buch kann wir ja noch nicht reinschreiben, oder? Ach komm. Um ein Buch zu machen, braucht man so viele Sachen. Komm. Gib mir eine Feder, du Huhn. Blödes Huhn. Haben wir überhaupt Hühner hier in der Gegend? Da ist eine Höhle. Kein Huhn weit und breit zu sehen. Nur Schweine, ganz viele. Und hohes Gras. Ah, hier haben wir uns mal runtergebaut. Wo wir keine Diamanten gefunden haben. Sind in der Eisregion Hühner? Hier haben wir so ein Dingsbums gemacht. Mal schauen, ob in der Eisregion noch ein paar Hühner drin sind. Hier, das sieht auch ziemlich gebaut aus, aber hier ist nur Kohle drin.
Wir gehen auch nicht rau rein und ich sehe schon, wir haben die 15 Minuten erreicht. Das bedeutet, hier kommt ein kleiner Cut rein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ups, falscher Knopf.